Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes in EEP. Aktuell noch mit dem weiteren Straßenausbau innerhalb des Raffineriegeländes. Also zumindest, dass ich das soweit dann fertig habe. Wie ich mir das vorstelle. Dafür brauche ich auch innerhalb des gesamten Geländes natürlich auch entsprechend viele Straßen. Aber dadurch, dass das ja alles relativ rechtwinklig zueinander immer verlegt ist, geht das recht schnell und zügig vonstatten. So, jetzt folgt hier noch eine Querung. Hier kommt dann noch eine Straße gerade durch, die dann hier mit den Verladeanlagen für LKWs verbunden ist. Problem ist, ich habe keine geeigneten Tankfahrzeuge zu dieser Epoche. Moment mal. Irgendwie habe ich gerade ein ganz dummes Gefühl. Tatsache 17 Meter Abstand. Kein Wunder, ich habe mich gerade begonnen zu wundern, dass sie nicht so exakt in der Mitte liegen. Gut, jetzt habe ich die Ursache gerade eben gefunden, was dazu geführt hat. Zumindest hier geht das halt immer schön zügig vonstatten, wenn ich mal die richtigen Werte jetzt eingegeben hätte. So, bei dem Raffineriegelände hier, ich habe ja auch nach keinem richtig konkreten Vorbild gebaut, zumindest was das Straßennetz betrifft. Bei den Schienen, also Gleisen innerhalb vom Werk, die sind natürlich an ein Vorbild angelehnt, nämlich an die Raffinerie in wo ist es in Bayern? Burghausen. Die, ich glaube, OMV ist der Betreiber. Den gehört ja in Burghausen die Raffinerie direkt neben dem. Was? Naja, Wacker Chemie ist das, die wir direkt daneben Werk haben. Dadurch, dass ja in EEP schon eine Vielzahl an Chemiewerken und dergleichen schon selbst gebaut habe, da kenne ich das halt ein bisschen zumindest. Jetzt gibt es ja diese drei Zufahrten, das werde ich dann noch in der Mitte noch zusammenfügen. Jetzt flimmert das hier so blöd. Ja. Da ich jetzt nicht weiß, wie viel Zentimeter ich die nach oben versetzen kann, werden die halt jetzt um 1 Zentimeter in den Boden gesetzt. Das geht natürlich auch. Also ich befasse mich jetzt erstmal wieder fast nur ausschließlich mit dem Anlagenteil mit der Raffinerie, damit ich das halt irgendwann halt zumindest ein Teil jetzt fertig bekomme. So, und die Straße sollte ja durchgängig hier durchverlaufen. Und zwar gerade bis hier zum dortigen Anschlussstelle. 50 Meter bei 0.
mal umkehren. Und wahrscheinlich muss ich die Straßen tatsächlich nochmal wieder wegen dem halben Meter Versatz wieder auf akkurat verschieben. Manchmal ist es auch verrückt, ich kann die manchmal echt so blöd teilweise drehen. Also sagt, ich kann die Richtung manchmal nicht umkehren. Das hat in der Regel immer den Grund, dass da irgendwo ein Gleis im Weg liegt. Also wenn die jetzt so übereinander liegen, dass dieser Punkt dann immer aufeinander zuzeigt. Kein Problem. Wenn da jetzt aber jetzt die parallel zueinander liegen, hier zum Beispiel jetzt so rum verlegt, ich kann jetzt das so übereinander legen, aber wenn ich jetzt rechts vervielfältigen will, ohne dass ich das Gleis drehe, geht's nicht. Kann es ja auch nicht nach vorne vervielfältigen, weil hier noch dieses Dreieck anliegt. Nothilfe manchmal das Gleis einfach zu drehen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. So, die Straße drehe ich jetzt einfach mal um. Und wenn die LKWs, die jetzt zum Beispiel hier befüllt wurden, dann direkt neben den Kühltürmen, dann können die auch wieder zurückfahren. Können auch gerade durchfahren. Je nachdem. Man muss sagen, solche Industrieanschlüsse haben immer so eine faszinierende Wirkung teilweise. Also die... Ja. Wenn man da teilweise solche... halt recht viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten hat. Wie zum Beispiel hier mit der Abfüllanlage. Wo halt bis zu... halt... 6 LKWs parallel nebeneinander befüllt werden können. Oder hier mit den Kesselwagen zur Befüllung. Ja, also fertig ist es hier noch lange nicht. So viel kann ich mal sagen. Hier fehlen zum Beispiel Gräser. Also eine Grastextur. Die würde ich auch gerne hier innerhalb vom Werk auch an einigen Stellen auftragen. Zum Beispiel hier. Oder eventuell halt hier noch so ein Teil einer Anlage, die gerade im Bau ist. Halt, wo ja gerade Kräne am Werk sind. Also Ideen habe ich noch genug. Gerade so auch so aus dem Zeitpunkt, als ich noch verstärkt immer Chemiewerke gebaut habe. Hier unten die... Irgendwo hier ist gerade ein Fahrzeug mit Dieselantrieb unterwegs. Ja, ist der Pegnitzpfeil. Na gut, hier habe ich ja auch noch einiges vor mir. Was den Anlagenbau betrifft. Aber ansonsten solche Industrieanschlüsse. Mich fasziniert sowas. Also teilweise diese unterschiedlichen Fahrzeuge, die es dann gibt, die mitunter nur für Werksbahnen entwickelt wurden. Hier könnte ich ja auch nochmal so eine ein oder zwei derartige Maschinen aufgleisen.
Auch wenn die aussehen wie die 320er hießen die Maschinen. Was 320? Oh Gott, ey. Da muss ich mal schauen. Oh, 300. Nee, hier 332, 333. Das waren noch diese kleinen Rangierloks, die ungefähr annähernd so aussehen wie die kleinen Rangierloks, die dann hier im Werk selber rangieren dürfen. Oder war es eine andere? Na gut, was die hier wahrscheinlich. Das Abstellgleis ist halt hier ein bisschen kurz, daher nehme ich jetzt einfach mal das Abstellgleis hier drüben. Da kann ich gleich mal zwei hintereinander abstellen. Und nach dem Motto einfach dort erstmal abgestellt, bis die dann später wieder gebraucht werden. Gut, die Fahrerfigur, die kann ich jetzt daher nicht irgendwie verstecken. Ansonsten, so langsam wird's. Aber ich glaube, es kommt noch einiges dran. Ja gut, an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Verdammt! Entschuldige mich für diesen kleinen Ausraster. Und tschüss, bis zur nächsten Folge des Bundesbahnprojektes.